So, das heutige Video geht um eine Modifikation für Arma 3 oder ganz kurz Mod. Diese Mod nennt sich Battle Royale und ist ganz simpel im Steam Workshop runterzuladen, denn ich weiß ganz genau, dass es ziemlich viele Leute fragen werden, wie man den Kram eben spielen kann. Simpler geht's eigentlich nicht, ihr abonniert den Kram im Steam Workshop, der Kram wird runtergeladen, ihr startet am Anfang den Kram mit und könnt dann eben auch nur auf diese Server joinen, bis ihr das Game halt neu gestartet habt und diese Mod wieder entladen habt. Battle Royale ist an sich eigentlich nichts Neues auf dem Kanal hier, denn ich spiele schon ziemlich lange Battle Royale, um genau zu sein, bestimmt schon seit 2 Jahren oder so. Meiner Meinung nach ist das der absolut beste PvP-Modus in Arma 3, den man eben spielen kann. Dementsprechend versuche ich immer und immer wieder Videos darüber zu bringen und eben Updates zu geben. Jedoch gab es dann so einen Moment, wo die Entwicklung von Battle Royale so ein bisschen stagniert ist. Es ging einfach nicht mehr weiter voran. Die Entwickler haben einfach nicht weitergemacht. Der ursprüngliche Entwickler, nämlich Brandon oder PlayerUnknown, ist dazu übergegangen, in H1Z1 King of the Kill zu entwickeln. Nachdem er das entwickelt hat, hat er sich dazu entschlossen, sein eigenes Spiel zu entwickeln. Battlegrounds, mit anderen Worten, was ist eigentlich mit Arma 3 mal passiert? Ziemlich wenig, um genau zu sein, bis Ende des Jahres, beziehungsweise bis Ende letzten Jahres, denn es kam ein großes Update raus. Und dieses Update bringt Teaming im Battle Royale. Und was ich sehr, sehr liebe an Arma 3 sind eben diese Clan-Schlacht, beziehungsweise diese Team gegen Team, ja, man weiß nicht, wie groß ist das gegnerische Team, wie gut ist das gegnerische Team, wie ist das gegnerische Team equipped und auf was für ein Terrain trifft man das gegnerische Team. Eigentlich jede Mod, die ich spiele, damals zum Beispiel Wasteland, lief immer nur darauf hinaus, dass ich irgendwo ein verdammt gutes Schlachtfeld gesucht habe, um da eben gegen eine Gruppe PvP zu machen. Selbst Daisy Standalone. Ich laufe in der Daisy Standalone im Norden rum, teilweise stundenlang, um eben mit meiner Gruppe eine andere Gruppe zu treffen und auf einen zufälligen Schlachtplatz oder Battleground, meinetwegen, gegen eben das andere Team zu kämpfen. Ja, die anderen sind vielleicht im Haus, die anderen sind vielleicht hinter der Wand, vielleicht hinter einer Low-Wand, hinter Büschen, hinter Bäumen. All diese ganzen Eventualitäten, diese zufälligen Begegnungen, spiegelt Battle Royale oder Arma 3 Battle Royale perfekt wider. Und jetzt mit dem neuen Team ist es noch viel, viel besser. Man sieht seine Teammates auf der Karte. Wenn man stirbt, kann man sein Teammate spectaten. Man wird nicht vom Server gekickt, sondern man wird quasi in die Third-Person-Ansicht von seinem Teammate reingeworfen oder eben in die First-Person-Ansicht, je nachdem, auf welchem Server man ist. Ja, ich denke, das ist eine ganz große Rettung für diese Mod gewesen. Was ich vielleicht noch hinzufügen sollte, das Ganze ist nicht nur einfach ein plumpes Teaming, sondern es gibt auch ein Ranking, sodass man mit seinem Team, mit seinem Teammate oder mit seinen Teammates, mit denen man zusammenspielt, was glaube ich maximal 6 Leute sein können, kann man upranken und dann am Ende des Jahres, glaube ich, oder am Ende der Saison, ich weiß nicht genau, wie lange die Saisons sind, gegen die anderen Teams antreten in einem großen Turnier. Was ziemlich nice sein kann. Nun gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Intro war viel zu lang. Dementsprechend vielen lieben Dank für alle Leute, die es nicht geskippt haben und sich den Kram angehört haben. Und es geht los. Arma 3, Battle Royale Tanua. Übrigens mit Jizzes. Falls ihr Jizzes noch nicht kennt, Jizzes und ich spielen in letzter Zeit relativ häufig Rust und Jizzes ist nicht so gut in Arma 3, sage ich mal in Anführungszeichen. Also er hat nicht so ein großes taktisches Verständnis. Und zusammen mit 2 anderen weiteren Leuten, mein Twitch-Moderator Shadow743 und Ritzenspalt. Jedoch waren die beiden nicht im Teamspeak und wir haben sie einfach am Anfang in der Lobby eingeladen, um miteinander zu spielen. Dementsprechend waren wir nicht im Teamspeak und ihr könnt euch ja denken, es ist ein absolutes Chaos. Aber es ist eine ziemlich nice Runde gewesen und ich hatte sehr viel Spaß und ich wollte es mit euch teilen. Also los geht's. Bist du links von uns? Ja, besser zu. Oder über die Straße. Denn? Komm raus. Wuhu! Hallo! Und wo? Verdammt. Easy strats, yo. Da war der Typ, der Ritze. Jetzt hat den Typen umgenietet. Ich sehe ihn halt leider irgendwie nicht. 2 sind das. Ah, doch, ich sehe ihn. Mhm.
Ist der Klima? Oh, überfahren? Meine Deckung fährt weg. Sorry. Okay, Mate. Ja, die werden von oben beschossen, oder? Schießen die auf dich? Nein, die schießen auf dich. Warten, die liegen jetzt im hohen Gras und chillen. Uns noch alle am Leben? Ich glaub schon, ne? Oder? Links Auto? Mhm. Ein paar mehr. Siehst du an dem Auto noch jemanden? Ich sehe nicht mehr das Auto, ehrlich gesagt. Das Auto steht hier unten direkt vor mir. Doch, der ist hinterm Auto, okay. Was? Wo? Hinter das braune Auto oder was ist das für ein Auto? Im Jeep hier. Braun? Ja, braun, grau, so, keine Ahnung. Fuck, warum? Warum sehe ich ihn nicht? Da hängt eine Leiche, doch, der sitzt im. Hab ihn. Nice. Gute Arbeit. Eieiei. Ist da noch einer? Ich gehe drauf zu, kannst du dir das sagen? Ich bandagiere mich gerade. Ja. Sehe aber nichts dran. Einer war tot, den hast du, glaube ich, rausgeschossen. Der hängt hinten noch drin. Mhm. Hier am Baum. Komm jetzt ran. Ja. Alles klar, alle tot. Nice. Was ist mit unserem Team jetzt? RIP. RIP? Oh ja. Wirklich? War noch gerade noch munter. Da ist ein Schalldämpfer drauf. RIP, ernsthaft? Ich glaube, die liegen da beide auf der Straße. Fuck, Alter. Ja, dann zieh ich mir mal. Zieh mal die Klamotten von denen. Dachte, das wäre Daniels Auto. Ach, scheiße. Ja, die haben gedacht, das wäre ich gewesen. Fuck, Alter. Sorry, Shadow. Sorry, Sätze. Mein Fehler. Ja, nächstes Mal müssen wir ins Dienstweg zusammen. War dumm. Tut mir leid. Aber nochmal, lieber Stream, ja, könnt ihr nochmal bitte den guten Sitzenspalt zum Geburtstag gratulieren? Der ist heute 14 geworden. 14 Jahre, Stream-Chat. Ja, ich hab die Klamotten an. Ja. Die anderen? Hm. Ist nicht weit, was wir laufen müssen. Da können wir warten und gucken, ob jemand rotiert, vielleicht jemand... Da läuft einer. Direkt vor uns den Berg hoch. Links jetzt in meine Position. Circa 11 Uhr hochgelaufen jetzt. Natürlich haben wir ihn übersehen oder nicht mehr gesehen jetzt, ne? Ja, der ist irgendwie hinter dem Baum hier. Ist hier unten. Down. Sagt irgendwo genau vor uns war der. Der ist tot. Nee, das war der nicht. You sure about this? Ja, wäre zu schnell gewesen, das schafft er nicht. Also, außer er ist den Berg runtergefallen und runtergerollt oder so. Du siehst doch hier diesen dicken, unten verwurzelten Baum vor uns, ne? Ja. Da habe ich ihn aus den Augen verloren, als ich es gesagt habe. Ich meine, das war der, ehrlich gesagt. Mega schnell gewesen. Das ist ein guter Spieler gewesen. War das rar oder was? Hm, das war rar. Okay, komm, wir gehen jetzt rein in den Zirkel. Ja. Follow me, Bro. Auf der anderen Seite runtergelaufen. Ja, ich loote den mal eben, denke ich. Oder? Loote ich den? Ich loote den. Ich sitze hier direkt an einem Baum, hinter dem Stein, kurz vor der Zone. Okay. Let's go. Ich gehe jetzt runter. Also ich bin unten am Stein jetzt und laufe jetzt in die Zone, Richtung Genzone, ja?
Ich lauf geduckt. Und unten halt, ne? Du bist irgendwo oben, am Stein noch, oder? Links am Stein vorbei bin ich. Bin jetzt auch unterhalb des Steins. Ich bin nämlich rechts am Stein. Gefällt mir nicht hier. Jetzt an einem Baum dran, da sitzt hier am Baum. Direkt vor der Zone. Okay, ich komme. Ich muss gleich irgendwo. Ah, ich bin bei hinter dir, direkt hinter dir. Ja, genau. Ein Baum weiter und wir sind drin. Na, komm rein. Ich weiß nicht, wie das mit den neuen Zonen ist, ob Restriction direkt ist und man sofort Charme bekommt. Kann ich nicht sagen. Weird. Ist hart hier. Push mal ein bisschen weiter vor, ja? Seh dich, ja. Rechts von dir. Links mein Baum weiter von dir. Wenn hier irgendwo jemand hinter Baum steht, sind wir eh down. Ja, ja, klar. Ist hinter mir? Nee, rechts von dir. Unterhalb. Unterhalb schon? War ich. Bist du schon weiter hinten jetzt? Hast mich gerade genau angeguckt. Komm, wir pushen dir entgegen. Das sind alle. Vielleicht. Vielleicht, hat mir gefallen. Schießt du gerade? Ein Auto im Wald. Nee, nee. Vor mir direkt. Ja, schieß auf den. Also. Einen hab ich. Nice. Da waren zwei auf jeden Fall. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo du. Ah, ich seh. Warte. Meine andere Seite. Ja, genau der. Schön. Ich hab ihn gekillt, ja. Warte, die haben Deckung genommen vor irgendjemandem, der noch ein bisschen. Ja, ja, auf der anderen Seite. Boah, ich hab den leider noch nicht gesehen. Rechts liegt noch eine Leiche. Der ist am Baum. Down. Schön. Oh, wir haben gewonnen. Nice. Easy. Oh. Ey, Portogranus, Kreuzung, das Shadow 743 und Ritzenspalter haben gewonnen. Hey, Ritzenspalter hat auch gewonnen. Alles Gute nochmal zum Geburtstag, Ritze. Hey. Woo! Hey. Winner! Wow, hey! Ich dachte, wir haben God-Mode, ehrlich gesagt. Ich dachte wirklich, wir haben God-Mode. Oh yeah. Entschuldigung. Der hat nicht mal eine Weste angehabt. Wir haben sogar unsere anfängliche super Verwirrung ganz gut geregelt bekommen im Wald da unten. Das war gut, ja. Ey. Letzte Spalt hat gewonnen, Boys! Cool. Das hat Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Das neue Teaming im Battle Royale ist sowas von geil. Das Beste ist, wenn du jetzt tot bist, dann kannst du mir auch zugucken, oder? Hast du jetzt eine Kamera? Das ist geil, oder? Du kannst jetzt quasi. Sozusagen, das sollte auch in Easy und in jedem anderen Battle-Royale-Spiel eingefügt werden. Wenn du jetzt tot bist, kannst du mir beim Spielen zugucken. Super geil. Mhm. Cool.